Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Wie? Hallo Edna! Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna! Nein, nein, nein. Du sprichst doch mit Harvey, was? Nein, der ist schon ramponiert genug. Ramponiert genug? Wo ist deine Destruktivität abgeblieben? Die baumelt an meiner linken Hand und weiß nicht, wann sie die Klappe halten soll. Was? Aber... Oh. Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar, damit haben wir damals im Atjosten gespielt. Ja, ich erinnere mich auch. Alfred war eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden. Nein, mir gefällt das Muster, wie es ist. Es erinnert mich an früher. Noch mehr Löcher? Hier ist doch schon alles kaputt. Alles! Kopf hoch, Edna. Wir bringen das wieder in Ordnung. Damit könnte ich höchstens eines der Löcher flicken. Zwei. Alles wird gut, Edna. Das zweite Flocken. Stimmt, da tropft es durch. Aber einen Topf drunter zu stellen, würde auch nichts ändern. Wollen wir nach Geheimfächern? Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Nö. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Ja, ich könnte mal wieder baden. Nee. Aber das muss noch warten. Nicht in der Tonne, bitte. Willst du baden, Harvey? Ich geht. Nein. Randale, yippie! Das hier sind... Oh, warte, was? Was sagt ihr das Gleiche? Dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Randale, yippie! Ben, das hier... Wenn das ein Topf ist, dann will ich nicht dem Koch begegnen. Je. Yeah. Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Mit dem Wasser kannst du nichts abwaschen. Der ist bereits erkaltet. Ich kann die Wasserflöhe auch später noch füttern. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Wozu? Um mir eine Brennnesselsuppe zu kochen? Ja. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Normal gern, aber nicht da. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Die fasse ich nicht mal mit dem Topflappen an. Was? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Salat. Für dieses hin...
Ich will sie nicht auch noch düngen. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Wenn es doch so... Hallo? Jemand zu Hause? Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Okay. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Keine Zeit, um rumzukritzeln. Ich will so schnell wie möglich da rein. Auch mit Gewalt werde ich... Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Was? Wir sind zu Hause, Harvey. Ich will es gemütlich haben. Nein. Auch mit Gewalt... Alles klar. Mann. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Der passt hier nicht. Wieso sollte... Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Ich glaube, ich bräuchte noch wir einen Schlüssel. Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Guck mal, Harvey. Wir sind endlich zu Hause. Noch sind wir nicht drin. Kann ich hier noch lang gehen? Nee. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Mattis hat mir verboten, die Türen zu bemalen. Aber Mattis ist nicht hier. Ich wünschte, er wäre es. Hätte ich vielleicht die Tür aufschließen können? Weißt du noch, wie wir Alfred früher immer Fallen gestellt haben? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Ein Topf mit Schlamm auf der Türkante. Es hätte eigentlich funktionieren sollen. Hat es doch auch. Geht so. Ich wollte, dass ihn der Schlamm trifft. Aber so war es doch auch lustig. Die Beule war so groß wie das Matterhorn. Ja. Weißt du noch, wie wir den Tauchsieder an die Türklinke gehängt haben, um Einbrecher zu verscheuchen? Ja. Es fällt mir alles wieder ein. Mattis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Die gute alte Zeit. Wieso nennt sie ihren Vater eigentlich Mattis und nicht Dad? Oder so? Vielleicht können wir... Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Warte mal. Ah! Okay. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Ja, es ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen. Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Ja. Ja. Doch, man erkennt's. Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Harveys Hilfe
an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandbogen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nach, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Der war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Hey. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Weißt du noch, wie wir früher immer Alfred eingebuddelt haben? Oh, du warst die schnellste Schippe im ganzen Dorf. Hier nutze ich aber wirklich nur Harvey und die Schaufel. Und nehmen, meine ich. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Okay. Erinnerst du dich an die Schneeschaufel, Harvey? Na klar. Sie war das wichtigste Utensil, wenn wir Planierraupe gespielt haben. Noch wichtiger als Alfred. Für einen Straßenbelag hat er einfach zu viel gezappelt. Wozu? Wir haben noch Herbst. Schade. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Erinnerst du dich an die Harke, Harvey? Na klar! Damit haben wir früher immer Alfred Sandburgen zerstört. Zumindest in dem Monat, in dem der Rasenmäher in Reparatur war. Die gehört mir bereits. Die Schaufel auch. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Guck mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jag den Frosch spielen. Ach, Harvey, wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das... Entschuldigung. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Wo ist eine Kettensäge? Ein Kessel voller Buntes. Ist hier oben eigentlich noch was? Nee, ne? Nee. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Schade. Guck mal, Harvey. Die alten Töpfe mit der Fassadenfarbe. Wir haben früher immer Kieselsteine angemalt und Alfred erzählt, das seien Smarties. Ich weiß nicht, was komischer war. Sein Blick oder das Geräusch? Aua. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. What? Erinnert dich dieses Rad an etwas, Harvey? Ja, an viele schöne Radtouren und an die allherbstliche Nacktschneckenjagd. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Das könnte sein. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Erinnerst du dich an diese Handschuhe, Harvey? Na klar. Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Am nächsten Tag wollte Mattis die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja gut, das ist natürlich, das macht Ella ja nicht unbedingt. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Weißt du noch, als wir mit Alfred Zahnarzt gespielt haben?
Ich glaube, das war der Tag, an dem Dr. Marcel Mattis verprügelt hat. Jo. Alles klar, Leute. Es tut mir leid, aber die ganzen Interaktionen, es wird wahrscheinlich eh hauptsächlich das Gleiche rauskommen. Wie sonst bisher auch schon, deswegen. Abgesehen halt mit Harvey, weil Harvey immer was zu sagen hat. Geht das? Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Ja. Oh, ah. Ah. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Moment, 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 Moment. Nein, der Fußnagel hat nicht genug Wumms. Ah. Nice. Das hatten wir ja alles schon so in der Erinnerung einmal. Jetzt sind wir in der Küche, Leute. Hier waren wir noch nie. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktionen mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Yummy. Ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Endlich zu Hause. Geht das? Okay, ich wollte eigentlich mit der Pilzsuppe reden. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Ja. Was hältst du davon, Harvey? Das toxikologische Experiment deines Vaters ist ein voller Erfolg. Wenn er es doch nur miterlebt hätte. Was? Wenn ich umrühre, befreie ich damit Millionen giftiger Sporen. Du hast davon gerade was gegessen. Für meinen Geburtstag auf. Ach so, ja gut, das ist ein Argument. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, wir sind... Die Pilzernte kann auch bis morgen warten. Die Pilzsuppe ist schon so lange kalt, sie nährt sich warm bereits von der Rückseite. Ich möchte ungern tauschen. Nimm ihn mit. Bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Egal. Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Okay. Die Pilze haben bereits eigene Fußnägel. Die Pilzernte kann auch bis morgen... Okay. Spiele wird aber auch nichts zu sagen haben, oder? Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Die ist so dreckig, die macht Geschirr schmutzig. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ah. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Die ist festgewachsen. Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich. Die blüht gerade nicht. Guck mal, Harvey. Eine von Mattis Topfpflanzen. Welche Ironie. Früher hat sie mich zu Tode gelangweilt. Und nur eine Langeweile später ist sie tot. Nein, ich wollte Harvey noch mit Spüle benutzen. Ich glaube, du bist dran mit Abwaschen. Nein. Nein, ich erinnere mich genau. Du bist dran mit Abwaschen. Sicher? Oh. Glaub ihm doch nicht. Uiuiui. Bleistift vorzeichnen. Mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren,
dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren. Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt. Oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat er das alles per Hand gezeichnet? Alter Vater, also mit Maus meine ich. Das ist krass. Aber gut, Leute, ich wollte heute eine Stunde aufnehmen, weil ich muss noch ein bisschen andere Sachen aufnehmen. Life is Strange. ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Wir sind kurz vorm Ende, schätze ich mal. Haut da rein.